So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, auch das war ein Flohmarktfund. Wie gesagt, 5 Euro. Der ein oder andere kennt das Video, was ich vorgestern ins Netz gestellt habe. Blockhaus Baukasten. 5 Euro. Hallo, 5 Euro. Kann man absolut nichts falsch machen. Und an all die Leute, die sowas haben, vielleicht noch einen Killer, wissen damit nichts mehr anzufangen. Es gibt so schöne Ideen. Was werde ich euch nachher erklären? Und vor allen Dingen, es ist Holz. Es ist echtes Holz. Wie kann man sowas vernachlässigen? Es ist cool. Aber wie gesagt, schauen wir uns mal die Bauanleitung an. Hier ist das Inhaltsverzeichnis. So wird es aussehen. Und schauen auch mal, wie groß es ist. Oh, wo ist die Bauanleitung an sich? Merkwürdige Bauanleitung. 2 Etagen, 3 Etagen. Das war's. Wie ist denn die eigentliche? So, das verwirrt mich jetzt ein wenig. Ich hole mal die Zeile jetzt raus. Vielleicht ist ja unten drunter noch was. Die sind jetzt länger. Da ist was Kurzes bei. Hier ist eine Platte. Nein. So wie es aussieht, ist das sind die Fenster. Sieht nicht so aus, als noch eine weitere, aber so kleine Schränke sind dabei. Seht ihr das? Eine Kiste. Witzig. Aber es ist mir. Keine Ahnung. Keine Ahnung von nichts und das ist viel. Okay. 8 mal diese Zeile oder Nummer 8 ist dann, aha, so Baunummer, Stückzahl. Ach, da muss man wohl immer so gucken. Das sind die Platten, Nummer 8, 10 Stück, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, sind alle 10 drin. Dann muss man immer so gucken, wie man so aussieht. 2 mal die Nummer 30. Ah ne, 30 Stück von die Nummer 2. Nummer 2 ist hier, da sind 44 Stück drin. Nummer 2 ist die ganz klein. Okay, da sind richtig viele drin. 30 Stück, 5, 6, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30. Okay. Aber wieso Zweier? Wo kommen die wohl hin? Dann die Nummer 3. Nummer 3 sind die längeren, kommen 25. Das sind die hier, nicht die ganz langen. 25 Stück. Kann ich mir so vorstellen, dass es so gebaut wird. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 23, 25. Alle anderen weg. Die Nummer 4. Was ist die Nummer 4? Die Nummer 4 sind diese komischen Stein. Ach, das sind diese hier. Die Nummer 4. Die Nummer 4 einmal habe ich. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie das dann anschließend zusammengebaut wird. Ist klar, es sind Blockhäuser. Wird immer wieder so übereinander. Aber die einer kommen bestimmt an den Fensterbereich. So, wo waren wir jetzt? Einmal die Nummer 5. Die Nummer 5 ist
eine Schräge ist hier. Dann die Nummer 6 ist in klein, ist kleiner. Dann die Nummer 7, hier vorne gucken, die Nummer 7 sind die ganz schrägen, zwei Stück davon. Das sind diese. Dann die Nummer 8. Was ist die 8? Ah, das sind diese hier. Die Nummer 8, 6 Stück davon. 4, 6. Die Nummer 9 sind zweimal die ganz großen mit den Ecken drin. So, jetzt mal gucken, welche das sind. Die Nummer 9 sind hier die Bauklötze. Ach, das sind wohl diese hier. Die Nummer 9, zwei Stück. Einmal, zweimal. Und die Nummer 10 sind die Fenster, auch zwei Stück. Sind hier. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie das alles zusammengesteckt wird. Und dann genau dieselbe Zahl hier vorne wieder, seht ihr, wie dann die Bauanleitung weitergeht. So kann ich es mir nur erklären. Schade, dass man keine Schritte dabei hat, ne? Ah, das ist diese Hütte. Es sind ja alles andere Hütten, glaube ich. Diese, ah ne, da ist ein Anbau dran. Das ist das. Das ist diese Hütte. Kann man dann verlängern? Das wäre sinnlos, das zu verlängern. Ach, das sind verschiedene Hütten. Okay. Da ist mit so einer Terrasse da oben drauf. Da ist mit... Aha. Also das heißt, ich muss mir jetzt das Größte aussuchen. Doppelstöckig oder so an der Seite ist natürlich auch richtig cool. Gucken wir mal. Die Nummer 1. Nummer 1 wäre die großen. 20 Stück habe ich. Ach so, ja. Jetzt weiß ich das. Ihr könnt euch immer ein Bild aussuchen. Das hier unten sind die Stückzahl, die ihr braucht. Dieses große brauchen wir nicht. Aber eben dieses bauen wir jetzt. Weil das ist schön breit. Ist nämlich länger. Werde ich mir jetzt diese Zahl raussuchen. Und dann natürlich zusammenbauen. Und dann schauen wir uns mal an, was das ergeben hat. Also, wenn ich jetzt mal das Video unterbrechen, weil das wird doch ein bisschen länger in Anspruch nehmen, weil das sieht jetzt so aus. Dann kommt dieses Fenster dazwischen. Dann kommen jetzt die kleinen Teile irgendwie dahin. Das sind diese. Die kommen dann so übereinander gesteckt. Deswegen brauchen wir so viele. Das Holz da rein. Seht ihr das? Und das wird dann hinterher fest, wenn es zusammengesteckt ist. Also, ich werde es mal jetzt soweit zusammenbauen. Vielleicht mache ich gleich noch ein Schlussvideo. Aber ich sage erstmal, bis gleich. So, habe mich jetzt doch erstmal entschieden für eine Etage. Eine Etage, das war, na, wo ist der Bau jetzt? Für eine Etage habe ich entschieden. Ihr könnt aber alle bauen. Ihr seht es, es sind noch reichlich Teile da. Aber ich muss auch sagen, der Bau, der ist eine Herausforderung. Warum? Ihr habt ja keine Befestigung. Ihr steckt die immer wieder nur so hin, her, hin. Es ist instabil. Wenn man alleine irgendwo dran kommt, weil jetzt die Fensterfronten nur mit die kleinen sind, fällt es um. Ist absolut ärgerlich. Aber trotzdem, es macht Spaß. Ich weiß nicht warum, es macht Spaß. Also wie ihr seht, es ist auch für die große Blockhaushütte genug Material drin. Das dazu. Aber jetzt zeige ich euch, wie groß es ist von der Seite aus. Ihr könnt natürlich das Fenster etwas höher machen. So, ihr seht es. Erstens, es ist eine Blockhütte. Zweitens, es ist echt Holz. Und sowas wegzuschmeißen oder sonst irgendwas, ist doch wohl vollkommen ärgerlich.
So, wenn man die Fensterfront rauslässt, hat man diesen Rahmen größer. Ein weniger hier oben reinmacht, was hat man dann? Eine Vogelhütte. Ja, wenn ihr damit nichts anfangen könnt, baut es zusammen. Macht zwischen die Teile, das bedeutet, zwischen die Teile hier immer wieder ein bisschen Holzlagen, Holzkleber. Dann ist es richtig schön stabil und kann es nämlich auch hinfallen. Dann ist es eine absolute Vogelhütte, die richtig cool ist, aus echtem Holz und sieht auch noch stylisch aus. Wie gesagt, ihr könnt es hören machen, dass die Fenster etwas größer sind. Aber wie groß sind sie jetzt wirklich? Ihr seht, es passt eine Lego-Figur anstandslos rein. Ihr könnt es natürlich auch als Lego City oder Lego Jurassic World nehmen, in Wald. Weil es ist reines Holz. Ihr könnt es noch bemalen, wie ihr es wollt. Aber aufpassen, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich versuche es jetzt mal. Ah. So zu halten die Kamera. Ihr könnt nicht hier nehmen und hier unten der Boden ist auch ein bisschen instabil. Ihr müsst es wirklich, wenn ihr es draußen hinpacken wollt, Holzkleber benutzen. Aber ist ja wohl kein Problem. Und dann als Vogelhäuschen umbauen. Schön bunt bemalen, rotes Dach oder sowas und das andere alles oder alles nur mit Klarlack, dass es auch witterbeständig ist, ist es doch wirklich ein schönes Objekt. Und sowas, wenn ihr einen Keller habt, baut es um. Baut es wie Lego-Teile. Ich baue es jetzt größer. Auf jeden Fall. Baue es natürlich ab, besorge mir Holzkleber und mache daraus eine Vogelhütte. So einfach ist das. Und wenn die Vogelhütte fertig ist, das dauert natürlich ein paar Tage, ich habe nicht mehr so viel Holzkleber hier, werde ich ein Foto machen, dann auf meinen Instagram-Kanal. Einfach nur neues Vogelhäuschen. Wird das Foto reißen und fertig. Und jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Das ist doch wirklich zu schade, solche alten Holzteile wegzuschmeißen. Es gibt nicht nur Blockhütten, habe ich geguckt, es gibt auch noch andere Sachen. Also, wie gesagt, baut es auf, verklebt es, macht ein Vogelhäuschen raus oder benutzt es für Lego-Figuren, die passen wunderbar rein in die Türen. Was haltet ihr von meiner Meinung? Wie man es umbauen kann, was würdet ihr damit noch anstellen und wie findet ihr das überhaupt? Und wie gesagt, es ist ein Bauspaß pur, ist eine Herausforderung, weil eben instabil ist teilweise. Aber nichtsdestotrotz hat mir Spaß gemacht. Ich weiß jetzt, was ich daraus mache. Ihr schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare. Auf jeden Fall, ich versuche irgendwie was für ein Holzspielzeug, vielleicht solche Hütten, unter das Video zu verlinken. Mal gucken, was ich aus Holz finde. Und das Video. Sicher, bequem, auf jeden Fall, günstiger. Naja, müsst ihr selber mal schauen. Aber das Allerwichtigste ist jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Und dann, wie immer, bleibt alle gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.